Einen wunderschönen guten Tag an alle begeisterten Motorrad- bzw. MotoGP-Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play MotoGP 20. Thailand war jetzt nicht gerade das spannendste Rennen. Mal gucken, ob sich das hier in Japan ändert, denn hier in Motegi, das ist nicht meine beste Rennstrecke. Kommen wir mal kurz zur Streckenanalyse. Wir sind gerade im ersten Sektor, Kurve Nummer 3, innen und dann sich vorbereiten für Kurve Nummer 4, die mit Halbgas ungefähr zu durchfahren ist. Kurve 5, scharfes Anbremsen, sehr langsam die Ecke hier, nicht zu spät, ansonsten trifft man den Scheitelpunkt nicht und man kommt sehr weit raus. Früh ans Gas, dann fährt man hier kurz unter die Brücke durch. Kurve Nummer 6, die geht, wenn man sie gut erwischt, nämlich voll. Vorbereiten für Kurve Nummer 7, innen sich nach außen tragen lassen und die nächste ist eine langgezogene Rechtskurve. Die S-Kurve auch genannt. Kurve Nummer 9, Hyperstyrin, hallo, der wird uns hier leider ein bisschen aufhalten in der Runde. Kurve 9, guter Exit, aufpassen, nicht so viele Wheelies machen. Kurve 10, eine entscheidende Ecke, denn hier muss man den Sprung mitnehmen auf die lange Gerade hier in Motegi runter. Jetzt geht's runter hier, nämlich bis runter in den sechsten Gang bei ca. 200 Meter. Anbremsen, nicht zu spät anbremsen, ansonsten kommt man zu weit raus und kriegt die Kurve gar nicht. Und dann vorbereiten für die letzte Schikane. Linkskurve hier am Scheitelpunkt, kann man in die Eisen gehen, hier links und dann rechts, nicht das Bremsen vergessen, sondern raus beschleunigen für Start und Ziel und mal gucken, ob es eine Überraschung hier gibt. Nach langer Zeit mal eine kleine Überraschung. Loop-Position 3, Dallaporte hat die Pole-Position vor Baldassare und dann kommen wir. Das wird gar nicht so einfach hier beim großen Preis von Japan. Das verspricht spannende Duelle, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Das wünschen wir uns doch schon lange herbei. Weltmeister ist durch, zumindest in der Motor-Tour. In der Motor-GP habe ich auch mal kurz nachgeguckt. Da haben natürlich Marc Marquez, ist der auch schon durch. Und den wollen wir natürlich in der nächsten Saison schlagen. Am besten auf der Suzuki, denn den Vertrag werden wir, glaube ich, mal nach diesem Rennen hier unterschreiben. Ansonsten, Community-Ziel, mal wieder die üblichen 50 Daumen, wenn es euch gefällt. Ansonsten gibt es nur eins zu sagen. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung. Die Startaufstellung ist komplett und der Countdown für das Ampelsignal beginnt. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht es hier los beim Grand Prix von Japan. Also nach hinten möchte ich nicht gucken, ich möchte am besten nach vorne gucken. Schaffen wir ein Podium, schaffen wir einen Sieg? Das wird die große Frage sein hier beim Großpreis von Japan. Der Grand Prix ist eröffnet. Ich fahre gleich mal ein bisschen rüber. Hat nicht so ganz funktioniert bei der Sari. Oh, schön hinten bei der Sari draufgefahren. Meister Schrötter kommt hier schon von innen in Kurve 1. Dallaporte bleibt vorne. Schrötter geht an uns vorbei. Nee, Tom Lüthi ist da. Sie hat jetzt gerade also Schrötter, weil der von 5 aus ins Rennen gegangen ist. Bei der Sari innen, Tom Lüthi in der Mitte. Wir außen, außen herum an Lüthi. Und zu dritt durch Kurve. Dallaporte freut sich, denn der bleibt vorne ganz alleine. Lüthi, schönes Duell hier in Kurve Nummer 4. Tom Lüthi überholt, als ist es bei der Sache, den beschleunigen wir hier noch aus. Dallaporte führt nach wie vor. Oh, Bremspunkt nicht bekommen, Tür sperren weit auf. Baldassari geht auch wieder an uns vorbei. Position 3 nach der allerersten Runde. Attacke gegen Baldassari, hinten drauf fahren wollte ich nicht. Oh, da kommt aber noch Tom Lüthi. Die haben einen ganz anderen Bremspunkt als ich. Müsste Sam Lowe sein, der hinter uns hier fährt. Nein, Fernandes ist das. Also Fernandes und Lüthi hinter uns. Wir haben natürlich deutlich mehr Benzin mitgenommen hier bei den Fight. Baldassari setzt jetzt auch leicht ab. Hier innen zumachen. Einer ist da weit gegangen. Das müsste Tom Lüthi hinter uns gewesen sein. Ja, Fernandes macht ordentlich Druck. Ich glaube, Marini kommt auch schon von hinten. Ne, das ist Bezzecchi. Immer kriege ich den falschen Kollegen. Falschen Teamkollegen, sage ich immer. Super. Immerhin kenne ich die Teamkollegen von jedem einzelnen Fahrer hier. Alter, der Dallaporte, der ist ja schon über alle Berge. Ich glaube, den Sieg könnten wir uns hier abschminken. Oder der dreht den Motor gerade nur auf. So, Attacke gegen Baldassari. Da will ich wieder ein bisschen rankommen. Skis wollte ich eigentlich nicht fahren. Okay, ich glaube, ich muss mich hier nach hinten orientieren. Bezzecchi, Dallaporte führt Baldassari. Dann wir. Bezzecchi auf 4, Lüthi auf 5, Fernandes auf 6, Di Giantonio auf Position 7, Bastianini auf 8
und Schritte auf Position 9 zurückgefallen. Wir fahren hier 8 lange Runden. Na, für 6 Runden habe ich noch Benzin drin. Erster Sektor, da hole ich wohl was auf. Oder auch nicht. Medium hart ist meine Reifenwahl. Und wer ist da innen? Wer ist da innen? Jetzt sind wir gleich innen für die nächste Kurve. Besecki leicht an uns vorbei. Nächste ist eine Rechtskurve. Der geht ja an außen an mich vorbei. Der geht außen an mir vorbei. Besecki geht außen herum an uns vorbei. Super Manöver. Da war ich wohl zu zackhaft auf der Bremse. Position 4. Aber noch nichts verloren. Auf ihn hinter uns gestürzt, deswegen gelbe Flagge. Auch hier innen zumachen. Oh, hier der Ausgang ganz schlecht. Sektor 3 ist mein Problemsektor. Hier, da nehmen sie mir ordentlich Zehntel ab. Tom Lüttich jetzt innen. Auch an uns vorbei. Jetzt gleich Beschleunigungsduell. Der Geraden hier gegen Tom Lüttich. Ich muss schon die Reserven ausspielen. Oh, hier der Bremsburg ganz schwer zu erwischen. Oh, da jetzt fast die Kollision mit Tom Lüttich gegeben. Okay, zweite Runde nicht optimal. Oh, das wäre ein schönes Foto für dich hier. Position 4. Aber gerade so gegen Tom Lüttich. Kleine Berührung. Jetzt geht er innen durch. Jetzt geht er innen durch. Wir positionieren uns jetzt für außen. Schönes Duell. Tom Lüttich. Ja, cuttet da voll die Kurve und fliegt vom Bike runter aufs Gras und weg. Das war's für Tom Lüttich. Bastianini wäre der Nächste hinter uns. Marco Besecki verliert auch ordentlich. Oder wie er richtig verbremst. Kann Bastianini nicht ausnutzen. Aber wie ist da Tom Lüttich übers Gras geflogen? Da wollte er auch zu viel. Kleiner Porter fährt das Ding nach Hause. Da lege ich mich fest. Also er macht so ein Manöver wie Tom Lüttich, aber er hat es ja gar nicht nötig. Mitten im Feld. KI natürlich auf Maximum. Was anderes gibt es gar nicht mehr. Wir haben sie die KI deutlich gepatcht für die Motor 2. Oder die hat entwickelt. Boah. Innen hier an uns vorbeigegangen. Bastianini. Es ist nicht ohne. Das ist nicht ohne hier. 200 Meter ist hier der Bremspunkt. Jawohl. Jo, Bastianini bremst auch mal ein bisschen später. Und wäre da fast an uns vorbeigekommen. Wir sind dran an Besecki. Also ich habe ein bisschen was aufgeholt auf Besecki. Oh, der spart. Was geht hier gerade ab? Dalla Porta führt. Baldassari 2, Besecki 3, wir 4. Fünf Runden noch. So, wir sind dran an Besecki. Bei der Sari, den sehen wir auch noch. Ja, da ist was noch möglich. Der Laporta fährt auch nicht mehr so weg. Das. Und bei der Sari auf. Ich will auf dem Bike sitzen bleiben. Hier noch Gras und Kies neben der Strecke. So muss das. Fehler werden bestraft. Wenn die Traktionskontrolle dann nicht wäre, wäre ich weg gewesen. So. Ja, auf den Körper kann man fahren. Okay, Bastianini nur noch hinter uns. Der Rest muss abreißen lassen. So, wie viel Zeit kostet das hier gegen Besecki? Und Baldassari ist dran an Dalla Porta. Also hier ist noch gar nichts gegessen. Auch nicht bezüglich des Sieges oder des Siegers. Oh, da ist Bastianini wieder innen. Wo kommt denn der auf einmal? Der hat mich schon abgeschrieben. Kollege hinter uns gestürzt.
Oh, ich wollte gerade sagen, Attacke gegen Bezeki. Nee, das funktioniert nicht. Und vorne beide Azari und Dalla Porta duellieren sich um die Führung. Na, ausbeschleunigen kann ich Bezeki nicht. Gibt es einen Führungswechsel? In Runde 5. Nein, Dalla Porta führt immer noch. Oh, jetzt gehen wir hier vorbei an Bezeki. Und sehen Dalla Porta und Baldassari vor uns. Und wer geht wieder hier innen dran vorbei? Natürlich Bezeki, aber wir können kontern. Das bin ich auch im Rhythmus. Dalla Porta hat aber viel verloren. Bezeki stürzt hinter uns. Wahrscheinlich genauso wie das bei Tom Lüthi der Fall war. Oh, Dalla Porta, der war mal 2 Sekunden weg. Entweder hat er einen Reifenmodul oder spart Benzin. Bei der Azari, den sehe ich auch noch. Acht Runden, geballte Action hier. Dalla Porta! Boah, das war knapp. Da wäre ich ihn fast hinten drauf gefahren. Also der hat irgendein Problem. Der hat irgendein Problem. Da bin ich dran vorbeigefahren, als wenn es nichts Einfaches gibt. Das war zu einfach. Ja, Bastianini geht auch an dem ohne Probleme vorbei. Also der hat den Motor überhaupt nicht aufgedreht, habe ich das Gefühl. Der ist stehen geblieben bei diesem kurzen Stück der Rechtskurve. Okay, der da vorne ist jetzt ein bisschen weiter weg. Bei der Sari müsste das sein. Bezeki ist ja hinter uns gestürzt. Jo. Bastianini drückt immer noch von hinten. Ich glaube, wenn ich den nicht im Atem hätte, würde ich gar nicht so schnell fahren können hier. Also, eine Runde später, Dalla Porta nur noch auf der 4. Bei der Sari 1,4. 1,50,3 gegen 1,50,5. Dann 3 Runden die Lücke zuzufahren, ist gar nicht so einfach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl, jeden Zentimeter ausgereizt. 1 Sekunde noch. Bastianini in die 9/10. Das könnte zu spät gewesen sein. Jo. Aber der Reifen sieht gut aus, sowohl vorne als auch hinten. Da ist noch genug Profil drauf, um zu pushen. Jetzt der schwierige Sektor für mich, der 3. Navarro hinten auch gestürzt, also Sturzfestival hier in Japan. Heinrich Seirin auch hinten. Oh, 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 oh. Ich verliere so viel im 3. Jo, gerade hier. 1,4 sind 4/10, die ich im 3. Sektor liegen lasse. Da kommt Bastianini ja auch näher. Gerade so ein bisschen das Feld sich sortiert. Die 50,3 werde ich, glaube ich, nicht fahren. 49 ist man im Qualifying gefahren, aber natürlich mit Soft-Soft. Mit nicht kaputten Reifen. Wir haben noch 2 Runden. Wir haben noch eine kleine Benzinreserve übrig. 50,2, schnellste Rennrunde, 1,3. Bezeki hinten noch ein bisschen schneller. Aber der ist ja hier gestürzt. Wenn ich hier nur eine 10. näher rankomme, bringt mir das nichts. 8/10 sind es 2/10, die ich gewonnen habe. Fühlt sich das aber nach deutlich mehr aus. Gleich Inschgabe auf den Körb. 7/10. Hätte ich gesagt, dass es mehr geworden ist.
gucken, ob Baldassari noch mal einbricht oder nicht. Und dann sieht es nicht so aus. Jetzt hier guter Ausgang. Ja, das war besser als sonst. 19. nur noch. Wird es hier nochmal eine Schlussattacke geben? ...1,7 habe ich Benzin. Das reicht dicke nochmal, um in der letzten Runde den Motor richtig aufzuladen. Am besten nochmal eine Qualifying-Runde hinzuknallen. Die wird bitter nötig sein. 50-1, nochmal schnell Attacke gegen Baldassari. Letzte Runde, erste Kurve. Das war schon zu viel gewollt. Aber wir haben nicht so viel verloren. Also es hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Nächster Angriff. Da habe ich mir keinen Vorteil verschafft. Baldassari stürzt nicht. Rad an Rad. Bleiben vorne. Baldassari, Bastianini, beide hinter uns. Führung erobert. Letzte Runde. Alles oder nichts. Gucken, wie viel Vorsprung haben wir. 6 Zehntel. 6 Zehntel ist viel. Auf Baldassari. Bastianini jetzt hinter uns. Bastianini. Jetzt die entscheidende Kurve. Ja, Bastianini klopft kurz an. Klopft kurz an. Oh, da geht es auch noch außen herum. Außen herum geht Bastianini an uns vorbei. Da bin ich sehr froh. In die Eisen gegangen. Letzte Ecke. Oh, da habe ich nochmal ordentlich gecuttet. Das reicht, das reicht, das reicht. Millimeter auf der Ziellinie nochmal ausbeschleunigt. Bastianini. Oh, 0,000. Also punktgleich. Alter, was war denn das für ein Rennen? Was war denn das für eine letzte Runde? Kurve 1 verbremst, Kurve 2 Gegenangriff, Kurve 3, 4, 5 war ich vorne, Kurve 6, Kurve 7, Kurve 8 und dann auf der Gegengerade und dann auf dem Anbremsen. Oh mein Gott. Ein leichter Cut war da auch noch bei, aber es interessiert nicht, weil ich da wieder so schlecht rausgekommen bin. Boah, was für ein Rennen. Wir gewinnen vor Bastianini mit 0,000000001. Sekunden Vorsprung vor Baldassari, dann Bisecki, dann Dalla Porta, Fernandes auf der 6, Roberts auf der 7, Digio Antonio auf Position 8, Aaron Canet auf Position 9 und Dixon auf Position 10. Boah. Die WM ist ja schon entschieden, Baldassari 2, Schröter 3, Bastianini mit diesem zweiten Platz überholt Tom Lüthi und Sam Lowes und in der Teammeisterschaft nach wie vor auf Position 1. Was für ein Rennen. Unfassbares Ding. Echt unfassbar. Also, ich habe nochmal geguckt im Replay. Ja, 0,000 ist ein bisschen übertrieben gewesen. 0,001, 0,002. Boah, ich glaube, ich hatte einen Reifen Vorsprung. Ein Reifen? Wie breit ist so ein Reifen? Weiß das jemand? Schreibt das mal in die Kommentare. Wie breit ist eigentlich der Reifen? Oder wie breit, ne? Ja, wie breit. Oh. Mehr Wagenlänge hatte ich nicht. Mehr hatte ich nicht. Aber sowas wollen wir doch. Solche Rennen wünsche ich mir auch dann auch in der MotoGP. Dass die auch so eng werden. War gar nicht so einfach. Als nächstes kommt Phillip Island. Das wird auch nicht so einfach werden. Das wird auch ganz, ganz schwer. Also ich habe nicht mehr an den Sieg geglaubt. So in Runde 3, 4, wo Dalla Porta weg war, habe ich nicht mehr wirklich dran geglaubt. Aber das zeigt, kämpfen bis zum bitteren Ende, bis zum Schluss. Auch um die Rufpunkte und um die Credits. Die waren gar nicht so wichtig.
Die Forschungspunkte sind auch nicht mehr wichtig, weil wir sind eigentlich so gesehen durch. Drei Rennen kommen noch und wir unterschreiben jetzt den Vertrag bei Herz Suzuki. Wir nehmen das Weltmeisterteam, beziehungsweise das Satellitenteam, muss man jetzt eigentlich fairerweise sagen, für dann die MotoGP-Saison, die wir dann noch antreten, wenn ich nehme dieses Angebot jetzt an. Schön, oder? Beim Weltmeister, beim aktuellen Weltmeister fahren wir dann. Hat auch so ein bisschen einen eigenen Touch. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Großer Preis von Australien. Philip Island steht auf dem Programm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play MotoGP 20. Also macht's gut, haut rein und tschüss!